Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. Dann wollen wir mal mit Kapitel 3 weitermachen. Alles klar, da sind wir. Basis an Condor One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, okay. War er mal Forscher bei Umbrella. Oh, oh. Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Na gut. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Dann wollen wir mal Baby Eagle retten. Ah, interessant. Selbst ich weiß, dass Umbrella nicht so gut war. Was ist denn das? Kann ich dran ziehen? Ja. Ein versteckter Dachboden. Ich brauche eine zweite Person. Wie mache ich denn das? Kann man das im Koop spielen? Keine Ahnung. Ach, da war der dunkle Lord. Dann schauen wir mal, dass wir so langsam Richtung Kirche kommen. Irgendwo müssen die Fanatiker ja sein. Das haben wir auch schon gelesen. Ich kann speichern. Das nutze ich gleich mal. Ganz nach unten. Das ist immer ein super System. Falls bei einer Aufnahme was schief geht oder ich mich zu oft verspreche, dann muss ich das teilweise neu machen. Das ist hier noch mein erster Versuch. Eigentlich ist es meiste mein erster Versuch. Mit der Zeit wird es besser werden. Ein Badezimmer. Mehr oder weniger. Ein Plumpsklo. Zumindest mit Toilettenpapier. Das riecht aber ein bisschen faulig. Auf Bärenfallen aufpassen. Oh, oh. Ich höre Hunde. Alles gut bei dir? Oh, du bist gefangen. Oh je. Kann man dich befreien? Ich glaube, ich werde das bereuen, aber ich bin doch so ein Tierfreund. Vielleicht wird das ja mein Begleiter. Gern geschehen. Pass auf dich auf, Kleiner. Oh, das mag ich an dem Spiel. Konnte mal wenigstens jemandem helfen, wenn es auch nur ein kleiner Wolf war. Ein größerer Wolf. Okay, letztes Mal haben wir ja diesen fancy Schlüssel bekommen. Wird mich wundern, wenn er hier nicht reinpasst. Benutzen. Ach, wunderschön. Glaube, ich hätte auch einfach drüber klettern können. Also nicht im Spiel, da muss ich explizit den Schlüssel suchen. Also generell war das eigentlich noch in überwindbarer. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe schon wieder Angst. Okay. Hier ist erstmal nichts, was mich angreifen will. Von dem ich weiß. Ja, mit dem Schießpulver. Können wir noch in den Büchern schmökern? Oder hier ein bisschen rum aus den Fässern stehlen? Ich glaube nicht. So. Alles nachgeladen. Wunderbär. Dann geht's weiter. Oh nee, Fledermäuse. Fängt ja schon mal gut an. Oh nee, da oben ist wieder so ein... So ein Spanier, der mir das Leben zur Hölle machen will. Oh, was ist jetzt mit dem Licht los? Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, hier reinzugehen. Kann ich nicht einfach wieder zurück aus dem Einsatz? Mir gefällt das hier definitiv nicht, wo die mich hingeschickt haben. Wer auch immer mich geschickt hat, hat ja irgendwas mit dem Präsidenten zu tun. So wie es klingt, mit dem der USA. Wenn das glaubt, ein japanisches Spiel ist, keine Ahnung. Ich habe mich echt nicht gut informiert. Die Charaktere sehen auf jeden Fall so aus, als ob es japanisches Entwicklerstudio ist. So, bis jetzt mache ich das doch ganz vorsichtig. Hey, war ich hier schon und habe eine Ding zertrümmert? Kann sein, dass das Dorf ist, wo ich in der ersten Episode, im ersten Kapitel so richtig schön auf den Sack bekommen habe. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Raben. Habt ihr Peseten für mich? Wir drücken mal 7. Der ist aber mit bisschen... Die sterben mit bisschen Leck. Warum auch immer. Ich höre so viel ungute Sachen.
Oh, ich krieg meinen Bolzen sogar zurück. Das ist cool. Ja, ich glaube, das ist das Dorf rum. Oh. Ah, das ist auch ein Inside-Job. Nein, die Wölfe. Waffen, Waffen, Waffen. Wieso habt ihr denn so... Seid ihr englische Wölfe mit dem Gebiss? Oh. Und Mundgeruch haben die auch noch. Geht weg. Oder greift zumindest nicht alle auf einmal an. Wie viel Leben habt ihr denn? Schöner Rückstoß hat der. Na, komm hier. Komm hier, Fifi. Das erinnert mich an ganz früh als Kind, wo ich Nintendogs gespielt habe. Denen ging es irgendwann dann auch nicht mehr so gut, als ich das Interesse verloren hatte an dem Spiel. Ganz so schlimm war es nicht, aber es gibt Elemente davon, die dann doch sehr ähnlich sind. War aber ein bisschen kindergerechter. Nehme ich einfach mal an. Die Erinnerung kann mich aber auch trügen. Rote Augen. Mag ich gar nicht. Außer bei Albinos, da ist es okay. Können ja nichts dafür. Aber generell sehen die Tiere dann immer so böse aus. Was habt ihr denn für mich hier drin? Ohne Sprengfalle? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich mach die einfach mal aus. Vielleicht war das nicht so sinnvoll und später hätte ich irgendwie Feinde reinlinken können. Weiß ich nicht. Das Fass wird hier schon zertrümmert. Was ist denn das? Maiskölbchen. Oh. Oma, erschreckt mich doch nicht so. Heiliger Bimbam. Oh oh. Ja, Bastardo. Ja. Stirb doch mal. Wieso hält es denn so viel aus? Lass das. Egal, was du da machst. Lass das. Mensch, das ist mal ein Virus. Wie viel halten die denn aus? So, ich glaube, jetzt sind wir direkt an der Kirche. Oh, die kriegt man doch. Die hat so ein schönes Messer, das will ich auch haben. Komm schon, gib mir dein Messer. Oh, was soll ich denn mit den Peseten? Mir ein Messer kaufen? Das wäre allerdings praktisch. Hier komme ich runter. Da gibt es so einen Holzhäcksler. Da können wir die Zombies eigentlich auch verhäckseln. Zumindest ist das eine valide Strategie, die ich in der Serie Supernatural gesehen habe. Eine meiner absoluten Favoriten. Ja, der wird doch nochmal passen, oder? Oh, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier richtig ist oder wir runter müssen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich kann es nicht leiden, wenn Türen auf sind. Vor allem in so Zombie-Filmen. Oh, der dunkle Lord ist wieder da. Oh, Schlange. Schlange. Tote Schlange. Eine Viper. Sind die nicht giftig? Die hat mich definitiv gebissen. Und ich habe viel zu wenig Pistolenmunition. Ach, wenn man vom Teufel redet, findet man welche. Ist das nicht schön? Und noch mehr Peseten. Wenn man schöne Dinge kaufen können. Mensch, wieso dampft das hier so? Ist ja wie in einer Therme, also in so einem Dampfbad. Ein Medaillon. Nimm's mit, das sieht wertvoll aus. Oh oh. Ich höre schon wieder was quietschen. Her mit der Pistolenmunition. Ja, sieht immer noch recht finster aus. Nicht der angenehmste Geselle. Würde ich mal sagen, ist da noch Loot? Nö. Einfach nö.
Illuminados 4.9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Ja, gut. Ihr glaubt, das ist irgendein Kult? Mensch, ist das ein großer Schädel. Auch englisches Zahnwerk, so wie das aussah. Flintenmunition. Dann rein in die Uschi, in die Flinten-Uschi. Ich glaube, das ist ein angebrachter Name für die Waffe. Weil so viel Schaden kann die, macht die jetzt zwar nicht, bringt halt auch nichts. So, so. Oh, du bist der Händler. Ein Glück, beinahe wärst du ein toter Händler gewesen. Visiten. Ein Auftrag. Händler-Tipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Oh ja, das habe ich. Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch das Rezept für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Den haben wir zum Glück letzte Episode schon gekauft. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieße sie direkt auf den Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert. Das klingt danach. Ich habe Minenwerfer gern. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Was hast du denn für mich? Blendgranatenrezepten. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Der hätte hier so eine TMP. Die hätte ich natürlich gerne. Das Problem ist, ich habe nicht sehr viel Geld. Vielleicht können wir ja was verkaufen. Also wir haben zumindest einen Rubin, ein Saphir, ein Smaragd und eine Viper. Eine mittelgroße, ungewöhnlich gefleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Will die trotzdem nicht essen. Kann verzehrt werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Okay, braucht man die? Also für 1000 esse ich die lieber. Was haben wir denn noch zu verkaufen? Grünes Kraut. Oh, ein Hühnerei. Glaubt, das war alles. Dann wollen wir es mal verkaufen. Ich habe zu danken. Und dann können wir eine schöne Waffe kaufen. Die TMP wird wahrscheinlich auch viel Munition brauchen. Das versichere ich. Ja. Mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Na, das will ich doch hoffen. So, hast du auch Munition für mich? Munition für mich? Sieht nicht so aus. Komm jederzeit. Gut, das sortieren wir mal wieder. Schrotflinte ist da. Bolzenwerfer hat, glaube ich, keine Munition. Sieht gerade seltsam aus. Die müssen wir auch ausrüsten. Ist hier gut. Ausrüsten und Schnellzugriff auf die 5. So, dann können wir einmal speichern. Das machen wir doch gleich hier. Wunderschön. Und dann geht's weiter. Hier sind vielleicht auch Visiten drin. Naja, zumindest 900 und ein Auftrag. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gern ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Okay. 3 Vipern verkaufen. Gebiet nicht spezifiziert. Okay, eine Viper haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir die anderen Vipern herkriegen. Vielleicht greifen die uns ja ab und zu mal an. Wer weiß das schon? Okay, nehmen wir auf jeden Fall erstmal die Pistole und gehen dann weiter. Ich höre schon wieder Stimmen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was ist denn los mit den Seilen? Das macht mich ganz unruhig.
Oh nee. Oh nee, ein Friedhof. Eine Kirche, das muss sie sein. Ich dachte, das andere war die Kirche. Na, das war vielleicht eine Kapelle, Versammlung, Versammlungsort, was auch immer. So heimlich ausschalten. Und dann befördern wir ihn gleich mal in sein Grab zurück. Ich glaube, da will er auch hin. Zumindest buddelt er ordentlich mit der Schaufel. Shit. Was, shit? Was ist shit? Wieso sagst du shit? Weil das Messer kaputt ist. Ah, das hätte man vielleicht noch reparieren sollen. Oh, ich höre. Ich höre was? Müssen wir hier auch rumschleichen? Vielleicht gibt es hier was zu looten. Auf jeden Fall nutzen wir mal den Bolzenwerfer auf der 7. Komm schon. Die Raben haben immer so gutes Zeug dabei. Manchmal gutes Zeug. Schießpulver. Hey, ich dachte, ich krieg den Bolzen zurück. Das finde ich jetzt nicht toll, dass ich den nicht zurückbekomme. Was liegt denn hier? Nur ein Grabstein. Sah leuchtender aus auf den ersten Blick. Also das war der, den ich gedownt habe. Na gut, dann können wir wohl einfach in die Kirche gehen. Zumindest sehe ich hier draußen nichts weiter Interessantes. Dann nehmen wir die Pistole. Helf ist so mittel. Ah, das muss jetzt erstmal reichen. Oh, die müssen natürlich so laut quietschen. Lass mich rein. Lass mich rein. Verdammt. Ah, ich muss da wieder so ein Ding einsetzen. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Okay, das ist auch mal eine Art Gräber hier draußen aufzubewahren. Normalerweise sind die ja in so einer Art Mausoleum. Zumindest die reicheren von uns. Wo ich definitiv nicht dazu gehöre. Ich werde in irgendein Erdloch kommen. Wenn ich mir es denn leisten kann. So. Ja, mit den Pisiten. Da ist jetzt auch eine Tür. Ah, ich glaube, die ist von der anderen Seite. Ja, von der anderen Seite verriegelt. Man könnte jetzt meinen, der Charakter könnte sich hier ein bisschen anstrengen, um darauf zu klettern, aber ist anscheinend etwas träge. Komm ich hier rein? Ja. Oh, die sehen freundlich aus. Das sieht aus wie ein bisschen Gesicht. Das sind die Augen. Das ist ein freundliches Lächeln. Das gefällt mir. Kleiner Schlüssel. Hat's gepasst? Ja, unglaublich. Ein gelber Diamant. Und das ist... Keine Ahnung, ist das Baby Eagle? Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Okay, dann ist es anscheinend wirklich Baby Eagle. Ja, ich will doch nur hier raus. Dankeschön. Ist da ein Zombie drin? Schau mal besser nach. Ich vertraue keinen Schränken in solchen Spielen. Karte des Säufers. Karte des Seeufers. Mensch, was war denn da mit mir los? Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen, schließt in der Kirche und wartet auf euren Befehl unseres Herrn. So ungefähr versuche ich mal die Worte zu vervollständigen, die da fehlen. Verschließt die Kirche und versteckt Schlüssel in der Höhle der anderen Seite Sees. Die Kreatur wird sich die törig in Eindringlings annehmen. Oh, da gibt's eine Kreatur. Ich warte da nicht wieder irgendeine Überraschung. Doch, da stand Kreatur, da wartet eine Überraschung. Nun einmal das Spiel speichern. Weil wenn ich mir vor Angst hier mir das Reden vergeht, weil ich nur noch am Schlottern bin, muss ich das 2-3 Mal aufnehmen, vermutlich, bis irgendwas verständlich ist. Dann wollen wir hier aber mal runter.
Ich glaube, ich habe in der Kapelle oder da, wo wir waren, ganz vorhin, wo so neblig war, außen auch den Brunnen nicht gecheckt. Da hätte man vielleicht auch runter müssen. Keine Ahnung. Das ist mir gerade eingefallen, dass wir da ja auch runter konnten. Das starke Skyrim-Vibes. Ich habe Angst, dass die Trauger zurückkommen. Und ich hätte unbedingt mein Messer reparieren sollen. Nächstes Mal, wenn wir einen Händler sehen, mache ich das auf jeden Fall als erstes. Und das können wir mal aufmachen. Oh. Geräusche. Warum Geräusche? Ich mag keine Geräusche. Das könnte so ein friedliches Spiel sein. Schön ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Lago. Das heißt See. Das haben wir auch in den Untertiteln gesehen. So weit hätte mein Spanisch noch ausgereicht. Oh oh. Oh oh. Mensch, was für eine Aussicht hier. Hast du Dynamit? Oh. Nee, das war ein Molotow-Cocktail. Komm, spring runter. Brenne für mich. So geht's auch. Wo ist er denn hin? Ah, der liegt noch da. Ich dachte, der hätte sich im Raum verteilt. So. Es nimmt kein Ende. Ja, das sehe ich auch. Hätte mit dem Fass warten sollen, bis alle da wären. Oh, oh. Warte, warte. Oh, hab auf Panik die Karte geöffnet. So, wenn ich jetzt Escape drücke, unbedingt blocken mit Space. Hat's geklappt? Habe ich geblockt? Oh. Pistolenmunition hat er zumindest gedroppt. So, ich fühle mich nicht so gut. Dann craften wir mal ein bisschen Helf. Ein Glück warten die Zombies so lange. Kräutermischung Grün und Grün bringt was? Doppelt so viel Gesundheit wieder her wie ein einzelnes grünes Kraut. Und Grün und Rot stellt fast dreimal so viel Gesundheit wieder her wie ein einzelnes grünes Kraut. Das klingt doch besser. Dann wollen wir mal. Und noch eine Kräutermischung Grün und Grün. Die Grün und Grün werden wir direkt nehmen, wenn ich nicht verkacke, wie das geht. So, nochmal sortieren. Das Messer kann ich nicht zufällig selber reparieren. Okay. Schade eigentlich. Wirf mal deine Sichel weg. Ja, ja, ich ja gut. Piseten, Piseten, Piseten. Und Schießpulver und Pistolenmunition. Das ist doch wunderschön hier. Will noch jemand aus dem Maul? Ich auf jeden Fall nicht. Ich hab Angst. Oh. Schießpulver. Und ich höre Schritte. Nein. Autsch. Ich habe mich gerade hochgeheilt. Ja, in die Eier. Ja. Oh, Viper. Au. Her damit. Her mit der Viper. Ich bin echt nicht so gut in dem Spiel. Aber zumindest gut im Finden von Pistolenmunition. Wollen wir mal hier hoch? Hast du noch einen? Ich glaube nicht. Ich hau dir in die Fresse. Oh. Entschuldigung. Bist du down? Oh oh. Lass das. Lass das. Egal was du machst, mir gefällt's nicht. Nein! Ich vergesse zu blocken. Ich vergesse einfach zu blocken. Glaubt ihr das? Ja, ist ja gut. Schießt du mit Schrot, bleibt der Gegner tot. Auch ein wichtiger Satz.
Das sind so nette Eselsbrücken, die einem weiterhelfen im Leben. Oh, ein Küchenmesser. Ich werde nicht mehr. Wir werden erstmal nachladen. Dann werden wir unser Hilfe-Item zu uns nehmen. Kann ja nicht schaden. Noch ein bisschen merkwürdig hier, wie man denn alles macht. Und Pistolenmunition würde ich craften. Wieder so viel. Das reicht ja für ein bisschen was. So, ich schätze mal hier direkt runter. Jetzt auch so ein Fass, das hoffentlich nicht neben mir explodiert. Oh, wo kommen die hier? Jetzt ist schon wieder einer oben. Dann kommt mal her. Ja, ja. Ist ja recht. Keine Absicht. Doch, das war Absicht. Das war definitiv Absicht. Ich verhandle nicht mit Terroristen-Zombies. Ich sollte ja einfach ein bisschen schneller laufen. Sonst kommen die, gebe ich denen ja genügend Zeit nachzukommen. Und Nachkommen zu zeugen. Das kann man nicht zulassen. Ein Fass. Wäre ich ein Entwickler, hätte ich da auch ein Fass versteckt. Immer in den Ecken nachschauen. Kommt da was auf mich zugerannt? Nö. Ich würde gern drüber springen. Na gut. Ich finde das gar nicht so schlecht. Kann ich die wieder scharf machen? Das wäre nämlich ein schönes Gameplay-Element, um hinter mir ein bisschen abzusichern. Eine Schubkarre, die umgefallen ist. Okay. Ein Auftrag hängt da. Auf der hat diesmal nichts mit Schlangen zu tun. Piseten, Handgranate. Was bist du denn? Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Ich will's nicht rausfinden. Kampf den Medaillons 2. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihre Gegenwart leid. Ach, die Texte sind schon nett. Hammer hier gleich eins vielleicht. Nicht, dass ich sagen kann. Ich habe leider auch nicht drauf geachtet, wie viel das sind. Also bald mal das erste erschießen, dann sollte man es ja wissen. Oh nee. Hä? Ich habe den getroffen? Da ist wieder so ein Bau-Bau. Das lohnt sich ja, die Raben. Oh, jetzt gerade nachladen. Ja, das habe ich verdient. Ich sag Wow-Wow, du sagst Ciao-Ciao. Wow-Wow. Ciao-Ciao. Okay. Ich mag Hunde sehr gerne. Deswegen tut mir das ein bisschen leid, aber wenn man schon solche Zähne hat, ist man meistens unfreundlich. Also ich weiß nicht, ob Raben hier eine besondere Bedeutung haben. Ich werde mir nochmal Bolzen machen. Werde ein Messer dafür opfern. Ach, craften. Ich sollte ja Bolzen eigentlich wieder aufsammeln können. Ich hoffe, die nehmen es mir nicht so übel. Weil guckt mal, wie viel schönen Loot wir haben. Und das nur durch ein paar Raben. Ja. Und Bolzen hebe ich auch wieder auf. Ist das nicht schön? So. Tut mir leid, ihr Raben. Ich weiß, ihr seid sehr intelligent. Ah, ihr seid gerade auch sehr wertvoll. Oh nein, da habe ich einen vermisst. Verpasst. Eieiei. Ist ja wie bei einer Vogelgrippe hier. Außer, dass hier die Vögel nicht an einer Krankheit sterben, sondern eher an Bolzen. Das ist dann doch eher ungewöhnlich für die Vogelgrippe. Nochmal Rohstoffe. Nicht nachladen. Ich glaube, das Spiel will, dass ich da weitergehe, aber das will ich nicht. Können wir hier noch rein? Ist da ein Schatz drin? Na komm, versuch mal zu klettern. Okay, lässt uns nicht. Das Spiel lässt uns einfach nicht.
Oh, das hört sich nicht gut aus. An, was da hinten ist. Oh oh. Kann ich mir nicht eine Handgranate da einfach reinwerfen? So. Oh oh. Ja, so eine seltene Kiste. Kann ich bestimmt... Oh, schade. Ich dachte, der Insignien-Schlüssel passt da auch rein. Der kleine Schlüssel wird auch nicht funktionieren. So ein Mist. Lila Feuer. Das ist ja fancy hier. Ich glaube, die waren bei IKEA mal schön shoppen, bevor sie den Kult angefangen haben. Das sieht ja cool aus. Kann das was? Anscheinend nicht. Gefällt mir die Grusel-Atmo, die die hier machen für ihren Kult. Ich nehme lieber mal die Pistole. Sicher ist sicher. Und ich fühle mich gerade überhaupt nicht sicher. Oh, Händler. Hallo, Fremder. Hallo, Händler. Händler-Tipp. Hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen, wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Das ist mal schön. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Ja, mein Geld. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Nee, das reicht für mich. Ich nehme alles. Kann ich hier noch was zerstören? Auf jeden Fall muss ich gleich mein Messer erstmal upgraden. 6-eckiges Teilstück A. Das passt doch in die Kirche, aber es scheint nur ein Teilstück zu sein. Das ist wiederum nicht gut. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins... Willkommen. Was kann ich dir Gutes tun? Das kommt drauf an, was da noch unter dem Mantel ist. Eine Waffe so. Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, erstmal würde ich gern mein Messer wieder reparieren. Das kostet 5000. Und die Haltbarkeit ist schon so hoch. Angriffskraft, ja. Die Pistole müsste auf jeden Fall deutlich besser werden. Aber ich bin nicht so zufrieden mit der Pistole tatsächlich. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ja, das denke ich mir. Kann ich was Schönes kaufen von dir? Meine Waffen sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Blendgranatenrezept. Eine gut ausbalancierte Pistole. Das Laservisier kann montiert werden. Ich glaube, ich verkaufe tatsächlich meine Waffe. Verkaufen. Hier mein Punisher wieder weg. Damit war ich wirklich bis jetzt nicht so zufrieden. Sieht auch nicht so ideal aus. So. 2 Vipern auf jeden Fall auch verkaufen. 15.000 Peseten mehr. Natürlich bin ich ein Macher, So, SG-09, ausbalancierte Pistole. Das ist, was ich derzeit Was sind denn? Präzision war besser, Nachladegeschwindigkeit ist besser. War die Punisher vielleicht doch gut, aber die sah so dämlich aus. Zurückkaufen. Das war die ich hatte und zurückkaufen kann. Egal, die hat mir besser gefallen. Du hast Geschmack. Natürlich, die hat mir ja auch mal gehört. Die können wir dann auch gleich tunen. Hier Angriffskraft, Magazingröße. Braucht hin und wieder etwas Pflege. Eher Angriffskraft. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wie viel von denen habe ich noch? Ein Kräuter Stück für. Sind ja, ja. Eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Ja, das ist doch sehr schön. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten? Ja, das denke ich auch. So, Erste-Hilfe-Spray werde ich mir mal gönnen. Gute Entscheidung. Und warum nicht das Rezept auch? Informationen sind heutzutage eine Ware. Gut, dann können wir wirklich nichts mehr machen hier, schätze ich. Deine Waffen sind in guten Händen. Stirb ja, halt doch mal die Klappe, während ich beim Shoppen bin. So,
Speichern. Ganz wichtig, wenn man so viel mit Ausrüstung gemacht hat. Des einen Knarre, des anderen Leitländer. So sieht's aus. Mensch, das ist aber eine Quasselstrippe. Geht's hier lang oder in die andere Richtung? Wir schauen erstmal in der anderen Richtung. Das sieht etwas sympathischer aus. Ist das ein Fahrstuhl? Warum ist das ein Fahrstuhl? Wo geht's hin? Hallo? Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Aha, ist ein Schießstand vom Händler. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Ich will erstmal schauen, was hier rumliegt. Wenn du was anstellst, lass ich mal springen. Ein paar Kinkerlitzchen, du weißt schon. Wir können auf dem Schießstand tatsächlich was gewinnen. Jeton-Automaten. Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Ich habe gar keinen Jeton. So ein Pech. Schöne altertümliche Musik. Interessanter Kunstgeschmack. Den Drachen mag ich zumindest. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons an einem Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in der Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischt, werden dir Punkte abgezogen. Für manche Ziele braucht es mehr als nur einen Schuss. Baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Das habe ich verstanden. Dann wollen wir mal auf Piratenjagd gehen. Dann los, ihr Freibeuter. Ziele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zwischen den ganzen kleinen Fischen nicht die großen übersiehst. Na gut. Nehmen wir mal hier 1A. 2, 1, leg los. Ist das Matrose? Okay. Ne, Matrosen sehen so aus. Oh. Dankeschön. Nachladen. Schön, dass wir dafür Zeit haben. Mist. Wieso bewegen die sich auf einmal so komisch? Gewinnen wir was? Oh, das sind so viele. Mist. Mist. Habe ich was gewonnen? A-Rang. 2 silberne Jetons. Ich glaube, das geht aber besser. Einmal probieren wir es noch. Die Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Also mindestens 7000 brauchen wir hier für ein Gold-Jeton. Das probieren wir noch einmal. Und dann geht's weiter. Dankeschön. So, jetzt aber. Nein. Nein. Ist Stange Dynamit. Ach Mist. 6000. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt. Na gut. Wie viele Jetons habe ich? Nur 2. Okay, dann müssen wir noch ein anderes machen. So, dann machen wir mal das zweite. Da verdienen wir zumindest ein paar. Sniper. Das leckt gerade ein bisschen.
So, dann schauen wir mal. Du bist ein Künstlerpartner. Dankeschön. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm schon. Ja! Komm schon. Nein! Da hätte ich doch auf das Symbol schießen müssen. Na, ein Glück ist der Matrose da nicht draufgegangen. Das war's? 1B, A? Gib mir mehr Feinde, wenn es besser werden soll. Na gut. Jetzt holen wir uns mal ein Talisman. Was kriegt man dafür? Talismane. Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassen gewechselt werden. Louis Sera, selten. Der Verkaufswert von Waffen steigt um 20%. Her damit. Was ist, wenn man nur eine einsetzt? Ist egal. Wir warten. Beim nächsten Mal macht man nochmal ein bisschen was. Das klingt doch gar nicht so schlecht. So, das müssen wir an der Schreibmaschine anpassen. Hier ist zum Glück eine. Koffer anpassen. Talismane. Wir können sogar mehrere anbringen. Das gefällt mir. So, dann speichern wir nochmal. Und dann geht's wieder weiter. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Dankeschön. Ich nehme das als Kompliment. Wie beim letzten Mal. So, Munition ist zum Glück alle noch da. Da können wir Aussicht halten. Was machen die denn da? Oh, ich vergesse immer, dass Rechtsklick nicht Zoomen ist. Hallo. Seht ihr mich? Was macht ihr denn da? Scheiße. Oh, das war ein Cop. Ein Polizist? Oh. Was war das? Das nenne ich mal Seemonster. Kann ich hier noch was sehen? Ein Fass. Hühner und ganz viele Eier, die sehr wertvoll sind. War's das? Ein Schloss. Wow, ist ja riesig. Ja. Ein Bootshaus. Da drüben ist irgendwas. Und was? Hier ist noch ein Stamm. Da ist nix. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Dann wollen wir mal weiter. Hui. Nur kein Loot zurücklassen. Oh, da unten ist auch was Interessantes. Und hier geht's auch irgendwo hin. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischerfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Her mit der MP-Munition. So, und wo geht's hier lang? Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Oh. Fuck. Shit. Verdammt nochmal. Was ist jetzt los? Okay, auf hier sind Handgranaten. Eine Kuh. Komm schon. Wo ist meine gute Waffe auf der 5? Fuck. Ein Glück habe ich wieder ein Messer. Wie weiche ich denn aus? Ja, ist ja gut. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ja. Dann einmal ein Helf-Item direkt nehmen. Benutzen. Ja, ist ja gut. Und dann kann ich, glaube ich, eine Granate werfen. Hat nicht viel gebracht. Ich habe trotzdem aufs Maul bekommen.
Er ist hier gut. Granate! Granate! Sehr schön. Oh, ein Forellenbarsch. Her damit. Kann ich Medizin craften? Ich habe zumindest ein grünes Kraut und ich habe ein gelbes Kraut. Heilung. Grün und gelb. Steigert die maximale Gesundheit und stellt so viel Gesundheit her wie ein grünes Kraut. Dann machen wir das doch mal. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Benutzen. So, Pistole kommt wieder raus. Eher mit dem Kristall. Was bist du denn für einer? Du hast ja ein großes Gesicht. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ich glaube, das kam mir nur so vor. Ja, mit den Piseten. Das sind schöne Moneten. Irgendwas noch hier? Nö. Sehr gut. Ich habe irgendein Medaillon aufgenommen. Ich keine Ahnung, was hier lag. Oh nee, schon wieder so viel Geräusche. Geh mal einfach mal nach oben. In der Hoffnung, dass wir eine bisschen bessere Übersicht haben. Ja, ist zumindest ein Fass. Das reicht als Übersicht. Irgendwer schießt? Wer? Und warum? Da ist einer. Na, komm, ich halt noch mal hoch, was da brennt bei dir. Halt noch mal hoch. Na komm. Ach Mist. Wie soll man das denn treffen? Oh. Hat sich erledigt. So, nachladen. Wieso ist die Pistolenmunition immer leer? Ha, gerade noch erwischt die Viper. So, da war mal drin. Glaube ich zumindest. Ja, das war die Hütte. Komme ich hier hoch? Nö. Weiß auch gar nicht. Ja, ist hier gut. Mist. Man sollte natürlich auch nicht daneben schießen. Schießpulver. In die Eier. Das ist ein Schwachpunkt bei männlichen Zombies. Oh, nee, lass das. Lass das. Lass das. Hab den Trigger leider nicht rechtzeitig erwischt. Oh. Ich werde wieder angegriffen. Glaube ich. Was ist denn los mit mir gerade? Noch eine Viper. Das hat mich angegriffen. Viper hat mich einfach so gebissen. Da wäre ich aber beinahe reingelaufen. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, ich muss mein Messer wieder reparieren. Der ist sehr gut. Hey, nicht mit Äxten werfen. Hat dir deine Mama gar nichts beigebracht? Ja. Sehr gut. Was ist denn mit den Vipern los hier? Hab ja ein ganzes Bündel von denen schon. Ein Glück wieder Pistolenmunition. Noch eine Viper. Ja, damit. So, und nun, ich glaube, da hinten hin. Wir versuchen es zumindest mal. Schau, wieder fast in der Sprengfalle gelaufen. Was ist denn los mit mir?
Die piepen und leuchten extra so laut. Beeper. Ja, mit dir. Oh oh. Ein Rabe. Eine Viper. Her mit meinem Bolzen und der Viper. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Zu viele Vipern im Inventar. Das kenne ich natürlich. Her mit den Bolzen. So, das Fass könnte man irgendwann mal nutzen, um ganz viele zum Explodieren zu bringen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ich glaube, dahinter ist wieder eine Oma, die mich umbringen will. Noch nicht. Noch nicht. Hühnerei. Kein Platz mehr. Was ist denn hier rechts? Achso, das ist einfach nur das Inventar. Ich schätze mal, wir brauchen hier alles. Vielleicht den Barsch nicht. Kann ich den Barsch einfach jetzt essen? Ja, her mit dem Hühnerei. Ist doch lecker, so ein bisschen Sushi, bisschen roher Fisch. Bootsbenzin ist hier. Na, das ist doch schon mal was. Sehr gut. Ich glaube, das habe ich suchen sollen. Zum Glück braucht es keinen Inventarplatz. Ist das hier wieder ein Klo? Nee. Ein Schlüssel. Bin gespannt, was der so aufschlüsselt. Und ob er aufschlussreich sein wird. Entschuldigung. Hochklettern. Vielleicht können wir ja noch gegen jemanden kämpfen. Ein Glück ist das nur ein Seil. Ich dachte, das wäre eine extrem lange Viper. Oh, keine Pistolenmunition mehr. Das kann doch nicht sein. Ich würde dann sagen, eine Viper werf mal raus. Wegwerfen. Ja, ja. Ja, mit der Pistolenmunition. Deutlich wichtiger, als die ganzen Schlangen im Inventar zu haben. Oh. Zombie. Visiten. Alles, was das Herz begehrt, ist hier. Wieso seid's denn wieder so viele? Leg das Messer hin. Ja, ist ja gut. Nochmal Pistolenmunition. Ja, sehr schön. Nein! Wo hast du die Armbrust her, Mütterchen? Oh, ich treffe nicht. Wieso versuche ich es überhaupt? So, Armbrust ist weg. Kann ich die eigentlich aufheben? Ist ja eine super Waffe. So, wir gehen mal hier hin. So viel Pistolenmunition. Das ist schön. Komm hier. Das nimmt kein Ende. Ja, das sagst du öfter. Hui. Mal schauen, ob wir die Armbrust kriegen. Ne, ist schon. Hat sich schon verdünnisiert. Ich dachte, da wären auch Feinde. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt wieder zurück. Und irgendwie mit dem Boot fahren. Wer atmet hier so laut? Hey. Hui. Schön unten bleiben. Nein. Wenn du tot bist, bleib tot. Dankeschön. Die lernen es einfach nicht, tot zu bleiben. Visiten, Visiten. Und jetzt geht's nach oben. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zum Händler und droppen alle Schlangen, die wir haben. Die Müll nämlich so langsam das Inventar voll. Die Müllen wirklich das Inventar voll. Ich glaube, hier rechts war's. Und dann haben wir dort unten ein Boot. Da geht's als nächstes hin. Aber erstmal Schlangen verkaufen. Wenn wir denn können. Oh, das sieht gut aus.
Händler ist noch da. Oh, nur das Willkommen. Na, verkaufen. Was kann ich für dich tun? Ich habe Bibern im Angebot, ich ganz, ganz viele. Fast alles. Und ich verkaufe fast alles. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Ja, das weiß ich. So, Messer können wir nochmal reparieren. Geh sorgfältig damit um, okay? Haltbarkeit ist schon hoch. Pistole, was können wir machen? Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate bin ich eigentlich zufrieden. Angriffskraft müsste stärker sein. Bei der Deine Schrotflinte. Guten Händen, ja, sehr gut. Keine Sorge. Ich würde sagen, beim Bolzen gehen wir auch mal auf Angriffskraft. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wir haben Spinels gefunden, 4 Stück. Lasst uns dafür mal 3-mal gelbes Kraut kaufen. Doch, dass du dich stirb mir da draußen nicht weg. Keine Sorge, keine Sorge. Spielspeicher. Jo, dann auf zu den Booten. Zu dem einen Boot, was da stand. Ja, muss das nicht überdramatisch hier die Türen aufmachen. Hui. Ah, hab zu früh gehuit. Der hat noch ein bisschen gehadert mit dem Runterspringen. Irgendwo was Gelbes noch, was ich einsammeln lassen will. Hier ist zumindest ein Schuppen. Ja, sehr schön. Peseten- und Pistolenmunition. Ein gelbes Kraut. Und ein Küchenmesser. Können wir mehr Bolzen machen? Okay. Die leuchtenden blauen Medaillons habe ich jetzt nur eins gefunden. Ich glaube, das war... Da gab es noch viele mehr. Ah, dafür hatte ich irgendwie keine Augen. So, Pistolenmunition. Ist das nicht schön? Schöner kann Loot eigentlich nicht heißen. Außer Flintenmunition. Gut, dann wollen wir mal rüber dackeln. Benutzen. Und... Ah, ist das schön, wie der Tank gefüllt wird. Jetzt muss nur noch der Motor anspringen. Und das Seemonster uns nicht angreifen. Ja, so ein schöner kleiner Angelausflug. Ah, was sage ich, der Motor hat nicht durchgehalten. Habe ich wenigstens Ruder hier drin. Komm schon, du Mistding. Ich mag Riesenseeungeheuer nicht. Die machen mich nervös. Oh oh. Oh oh. Anscheinend hat es irgendwie... Das Seil vom Boot im Maul. Na, wenigstens sind wir jetzt wieder mobil. Muss irgendwas damit machen. Wir können es harponieren. Was muss ich denn treffen? War das richtig? Mache ich was richtig? Fühlt sich nicht richtig an. Na komm hoch. Na komm hoch. Ein Glück gehen mir die Harpunen nicht aus. Na komm. War's das schon? Nee. Hast du einen Mordshunger, hä? Ja, sieht danach aus. Ja! Komm, wie viel hältst du denn aus? Bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig mache. Na komm. Oh, den habe ich total verfehlt. Der hat auch, glaube ich, nicht gezählt. Vielleicht muss ich das einfach 100-mal treffen. Mist.
Na komm. Komm. Du bist nur etwas größer als der Barsch, den ich vorher erlegt habe. Na komm schon. Zeig dein Maul. Zeig dein Maul. Oh oh. Oh oh. Na komm zurück. Hast die Schnauze voll, was? Wo bist du hin? Habe ich das nicht richtig gemacht? Und weiter geht's. Ja, vor allem, wenn man nicht trifft. Au, das war wieder daneben. Das war hart getroffen. Das hat getroffen. Oh, fuck. Mein Boot ist nicht mehr im besten Zustand. Ja, ich weiß. Glaub, ich bin gescheitert. Ist ja nett. Fortsetzen. Ich glaube, das hätte ich öfter treffen müssen. Oder kann ich die Hindernisse beseitigen? Das Spiel kommuniziert mir nicht wirklich, was ich da zu tun habe. Aber wir dürfen es nochmal tun. Ist ja gut. Zwischensequenz überspringen, das kennen wir ja alles schon. Wir versuchen es einfach so oft wie möglich zu treffen. Ah, ich muss den Dingern ja ausweichen. Das ist mit rechts und links gemeint. Okay, das kriege ich hin. Glaube ich. Na komm, tauch wieder auf. Diesmal habe ich die Steuerung ein bisschen drauf. Wo bist du? Hallo? Viech? Na komm hier. Hast du einen Mordshunger, hä? Boah, sieht danach aus. Oh. Hey, wieso hat das beim ersten Mal nicht so geklappt? Das war doch viel besser jetzt. Shit, der wird mich noch versenken. Nicht, wenn ich es diesmal verhindern kann. Na komm schon. Habe ich was gut gemacht? Glaube ich, habe das gut gemacht. Kann ich ein Helf-Item für mein Boot nehmen? Na komm schon. Mist. Gut, dem Boot bin ich ausgewichen. Wo bist du hin? Warten. Weiß man nicht, worauf wir warten. Oh, mein Boot hat ja kaum Hilf. Ich das wieder vermasselt. Mist.
So. Schön den Hindernissen ausweichen. Ja, das ist ein zähes Mistvieh. Ein Glück ist der See anscheinend nicht so tief, sonst wird es mich ja mit in die Tiefe reißen, wenn es jetzt 100 Meter tauchen könnte. Gut, dann würde ich wahrscheinlich... Oh, nee. Nee, echt nicht. Hab übersehen, dass da ein Fass auf uns zukam. Hör mal auf, so viel zu überleben. Ja! Wir haben es geschafft. Zwar nur beim zweiten Anlauf, aber trotzdem. Oh, jetzt sind wir aber fertig. Das ist nicht gut. Da sollten wir mal einen Lungenfacharzt ranlassen. Erstmal ein kleines Nickerchen. So sieht's aus. Wunderbar. Wir sind am Ende vom Kapitel angekommen und das heißt, die Episode ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.